Folge Nummer 66 von Avorion. Ja, da drüben sind unsere Feinde, lauter Piraten. Kann man da gerade sehen, wie viel das sind? Reichlich. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jetzt ist die Frage, ob wir es hinkriegen, die zu dezimieren. Ich glaube, das war jetzt gerade nicht so die Idee, so da dran zu fliegen. Ne? Schauen wir mal, dass wir gerade erstmal aus der Reichweite wiederkommen. Das ist weg. Was ist hier oben für ein Dingensymbol? Dein Schiff ist beschädigt. Hier ist Burnbonus, aber im Reparatur-Dock ist klar. Können wir gerade nicht, wegen, ne? Gegner im Sektor. So, jetzt müssen wir da mal gucken, dass wir da den fertig machen. Haben wir schon. Gut. Okay, das müssen wir jetzt mal gerade wieder Schutzschild runter. Da müssen wir erst laden. Dann müssen wir schauen, dass wir das hinkriegen. Der Thomas hatte gefragt, was ist denn in unserem Frachtraum gelandet sozusagen. Ja, ein Tesla in Rot habe ich gesehen. Ein Airbergbaugläser in Selten war das, glaube ich, ne, oder? Müssen wir mal gucken. Also wir haben jetzt hier 4, 6, 8, 10, 11. Einer ist schon mal weniger. Wer möchte als erstes sterben? Schild ist wieder oben. Okay, ich glaube, er hier ist der nächste. So ist es. Okay. Treffen ist aber Pflicht, ne, oder was? Okay, Schutzschild ist runter, wir müssen schnell weg. Ja, ist knapp immer, ne? Wir müssen gucken, dass wir repariert werden, ne? Das hatte der Thomas auch geschrieben. Umso mehr Mechaniker, umso schneller wird das Schiff repariert, ist klar. Und wir sind natürlich angeschlagen, müssen aber gucken, dass wir da durchkommen eigentlich, oder? Aber Signale werden stärker, das bedeutet, hier kommen schon wieder zig Feinde an, ne? Das bedeutet, ich kann wahrscheinlich gar nicht hier irgendwie einen platt machen oder so. Schild ist wieder oben. Ich könnte jetzt den letzten hier mir schnappen vielleicht. Und den dann mal nehmen, ne? Ja, der geht relativ zügig jetzt hier kaputt. Und dann können wir auch schon von dannen fliegen. Zweigeteilt. Ja. Was war das da? Titanium noch? Wahrscheinlich. Also nicht so wild jetzt hier. Eine Gruppe fremdartiger Schiffe ist erschienen. Das sind jetzt aber nicht die Zotan, ne? Doch, sind's. Okay, dann gibt's hier einen anderen Kampf wahrscheinlich. Da brauchen wir uns nicht mehr um die Piraten kümmern. Kann das sein? Da sind wir jetzt gespannt, wer sich hier mit wem anlegt. So, einmal dahin. Er möchte was wissen. Dann soll er das auch erfahren. Okay. Zotan sind dahin beschäftigt.
Ja, der fliegt aber jetzt zu den anderen. Dann lassen wir ihn fliegen. Okay. Okay, da kommen wir jetzt nicht hin. Ja, komm, jetzt müssen wir da mal dran bleiben. Ist der jetzt hier blöder am Zielen oder was? So, jetzt ist er schon kaputt. Und jetzt bist du dran. Du wolltest es ja auch wissen. Schild ist zwar down gerade, aber das müssen wir uns jetzt leisten können. Ne, können wir nicht. Ach, Schild ist gerade wiedergekommen, aber lass uns schnell weg. Wir haben nur noch zwei Balken, sehe ich gerade. Da müssen wir erst wieder aufbauen. Okay, Schild kommt wieder, denke ich. Haben die die Xotern denn kaputt gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ach, die haben doch die Xotern. Du bist auf einen, haben sie alle geschlagen, oder was? Das ist der Xotern-Wachposten. Das sind Plünderer. Schild kommt erstmal wieder hoch, das müssen wir jetzt erstmal abwarten ein bisschen. Aber der kommt ja gleich schon. Er ist ja auf dem Weg zu uns. Der Plünderer möchte gerade ein bisschen wissen. Und da ist er gleich schon Geschichte. Hat aber auch nichts für uns, oder? Doch, ein blaues Teil ist da. Ist eine Waffe. Schild ist down, wir müssen weg. Wieder nur zwei Balken. Ja, das mit dem Reparieren. Das kann gefährlich werden. Doppel-Tesla-Geschützturm war das da gerade. Ein Geschützkontrollsystem. Kriegen wir jetzt wirklich nicht rein, gebaut. So, hier geht reparieren ja sowieso nicht, weil wir gerade im Gefecht sind. Feindliche Schiffe sind ja auch anwesend. System ist kein Platz drin. Müssen wir später gucken. Das war der Wachposten, ne? Ja. Das ist ein Pirat, der ist auch angeschlagen, aber weit weg. Der ist näher. Super Pirat. Komm, wir fetchen uns den letzten da weg. Immer einen da rausgeholt, oder? Der ist näher. Der fliegt aber gerade weg, oder? Aber wir werden daran hingehen.
einmal drehen. Und zielen. Gibt's hier was zum Sammeln? Nein. Nur Schrott. So, das ist noch der Wachposten, denke ich mal. Ja. Der ist. Da ist ein Räuber. Feindselig im Krieg, ist klar. Dann fliegen wir da mal hin. Helfen dem Sotan vielleicht. Okay, der brauchte keine Hilfe. Dann schauen wir mal den letzten hier an. Oder den ersten. Schauen wir den ersten an. Der ist leer. Ja, sieht doch gut aus, oder? Den machen wir auch noch platt. Da gibt es auch Beute. Okay. Gravitationsgeschütz und Tesla-Geschützturm. Was haben wir hier jetzt noch? Eisenmetallschrott. Gut, wenn du meinst, dass du was abkriegen musst, dann kriegst du auch was ab. Okay. Und du musst auch noch was haben, okay? Ja, du bist gleich kaputt. Ja, wird jetzt gleich werden. Maschinengeschützturm einer niedrigen Qualität. Okay, das Schiff hat es gleich ganz zerlegt, so ungefähr. Wie? Keiner mehr im Sektor außer der Xotan? Tatsächlich. Gut, dann haben wir die alle kaputt gemacht. Den wollen wir jetzt nicht zerstören, weil das ist vielleicht nicht so toll. Feindlich ist er, aber er ist nicht im Krieg mit uns. Hier ist noch irgendwie was, was anders aussieht. Das checken wir mal gerade ab. Da sind auch da oben noch welche vielleicht. Es sind, glaube ich, mehrere Asteroiden hier in diesem Bereich, die vielleicht einnehmbar sind, ne? Vielleicht. Weiß ich aber nicht. Also unser Schiff müssten wir gleich mal reparieren, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Xotan hier im Sektor funktionieren kann. Da fliegen wir erstmal dran hier. So, F interagieren, einnehmen,
Wenn wir jetzt noch eine Mine Asteroiden verkaufen, was gibt's denn hier so? Da gibt's keine Beziehung, nur Geld, dann bräuchte ich das auch nicht. Dann würde ich tendenziell da später eine Mine gründen. So, zeitlich sind wir jetzt, glaube ich, raus. Jetzt müssten wir eigentlich reparieren können, oder? Wenn jetzt nicht das Problem Feinde in der Nähe. Das heißt, der Xotan behindert uns da auch. Das ist schlecht. So. Es gibt aber noch mehrere Objekte hier. Das ist unser, ne? Was sagt Nikata jetzt hier? Eingenommen, Asteroid steht da. Gut, dann brauchen wir uns da nicht kümmern. Gut, ich denke, wir sollten mal schauen, dass wir hier noch, ne? Ist das der eingenommene Asteroid jetzt hier? Oder ist das noch ein anderer? Ne, ich glaube, das ist ein anderer, oder? So, mal gerade gucken. F interagieren, einnehmen. Ne, ist ein anderer. Das lohnt sich hier, weil hier mehrere sind, ne? Ja, gut, okay. Dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder hier mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Und ich gucke mal gerade noch in unserem Frachtraum. Ja, ich weiß nicht, hier haben wir auf jeden Fall was gekriegt. Aber was... Müssen wir nächstes Mal nochmal hier durchchecken und müssen wir auch noch einbauen. Eisenmetallschrott, Hochleistungslinsen, das sind doch Sachen, die wir jetzt hier schon eingesammelt haben, teilweise auch. Naja, und wir müssen gucken, dass unser Schiff heile wird, ne? Aber unsere Herrschaften, die hier sind ja schon mit 32% wieder am Reparieren. Irgendwie kriegen wir das auf Dauer auch hin. Ist der Xotan noch da? Ne, ich glaube, der Xotan ist jetzt weg, kann er sein. Ich sehe ihn nicht mehr. Wenn ich ihn nicht mehr sehe, können wir auch noch schnell... reparieren. Super. Ich habe nur nicht genug Credits. Alles klar, nur 5000. Super, toll. Okay, das kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich, wie gesagt, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Piraten greifen den Sektoren. Alles gut. Ciao.